Hallo Leute, ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Und zwar seht ihr vielleicht schon. Aha. Wir haben heute Freitag. Ich glaube, ich drehe das erste Mal in meinem Leben ein Video und schneide es danach und lade es danach direkt hoch. Aber heute ist das der Fall, weil es diese süßen Boxen hier leider erst ab heute zu verkaufen bzw. kaufen gab. Es ist wieder Giving Friday und das bedeutet viele Rabatte, viele Aktionen und auch DM hat eine Aktion. Nämlich werden heute 5% des gesamten Tagesumsatzes an verschiedene Organisationen gespendet. Zum Beispiel in meinem Fall, also bei unserer Filiale ist es so, wir spenden an einen Kindergarten, aber das macht jede Filiale komplett individuell und das ist doch was Schönes. Und das unterstützen wir natürlich alle super gerne und kaufen unter anderem diese tollen Bloggerboxen. Aber auch so natürlich, wenn ihr einkaufen geht, unterstützt ihr natürlich die ganze Aktion. Eigentlich wollte ich heute direkt um 8 Uhr aufstehen und wirklich die Boxen holen, aber ich kam heute um 8 Uhr nicht aus dem Bett. Ich bin extra in den DM gefahren, wo eigentlich am wenigsten los ist, aber selbst da gab es nur noch 4 Boxen zu kaufen und ratet mal welche nicht, die von Hatti. Schon muss ich erstmal eine halbe Weltreise hinter mich legen, um dann schließlich die Box von Hatti zu bekommen. Aber jetzt habe ich sie, die ganzen 5 Boxen, und die werde ich euch jetzt einmal alle zeigen. Also es ist quasi ein Unboxing-Video. Ich werde euch alle Boxen zeigen, den ganzen Inhalt. Ich habe die schon ganz behutsam an der Seite aufgeschnitten, damit es jetzt schneller geht. Und werde die dann im Anschluss komplett verlosen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich weiß selber gar nicht, was in den Boxen überhaupt enthalten ist. Also ich habe mir den Inhalt noch gar nicht angeguckt, nirgendwo. Deswegen werden wir das jetzt zusammentun. Die erste Box ist von Sarah Harrison. Die sieht so aus. Oh, das sieht ja süß aus. Ach, die ist das. Jetzt weiß ich doch auch, ey. Irgendwie meinte halt schon eine Arbeitskollegin, ja, von Sarah Harrison, bla 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 bla. Und ich so, wer ist das? Aber die ist das, Sarah Novak. Deswegen, weil er sagt, Sarah, Sarah Novak ist das doch gewesen, oder nicht? Aha. Also erstmal ist hier eine Autogrammkarte drin. Oh, dann ist hier noch so ein Trainingsprogramm von ihr drin. Und dann fängt sie auch schon an mit dem ersten Produkt. Das ist eine Tuchmaske Anti-Hautstress von Salt House Totes Meer Therapie. Das ist einmal die hier. Ich persönlich mag keine Masken. Für mich sind die Boxen sowieso nicht, aber ich will halt meinen Senf dazu abgeben. Und nach meinen, also in meinen Augen, die Boxen bewerten. Dann haben wir hier einmal eine kleine Kur. Finde ich jetzt, ist genau wie die Maske irgendwie. Ich mag sowas nicht, wenn das in solche Boxen drin ist. Ich brauche richtige Produkte. So, und deswegen kommen wir jetzt auch direkt zu einem richtigen Produkt. Es ist zwar auch sehr klein, aber ein Invisibobble. Hier sind 3 Stück drin. Das sind diese Nano-Dinger, also die wirklich extrem klein. Und ihr wisst ja, ich habe halt wirklich sehr, sehr, sehr dünnes Haar. Aber ich habe die mal ausprobiert und ich fand das irgendwie komisch. Keine Ahnung. Dann haben wir hier von Trended Up einen matten Lippenstift in der Nummer 473. Das finde ich ist ein gutes Produkt. Die Lippenstifte von Trended Up, beziehungsweise allgemein die Produkte von Trended Up sind ganz gut. Also finde ich auch gut. Und glaube schon zu guter Letzt noch einen Nagellack von Trended Up. Das ist der Nagellack in der Nummer 30. Also ein sehr, sehr schöner Ton. Das war auch schon die allererste Box. Schreibt mir mal zu jeder Box. Ihr könnt ja mit Kommentar schreiben, während ihr das Video guckt, zu jeder Box, wie ihr die findet. Also die persönlich, wenn ich mal eine Note geben müsste, wäre das eine 3. Aber das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Also manche lieben Masken, manche lieben Kuren, manche lieben das und das und mögen zum Beispiel nicht die Produkte von Trended Up. Also das ist halt, ja, sieht ja jeder unterschiedlich. Dann die nächste Box ist von der lieben Barbara Sophie. Hieß sie nicht mal irgendwas mit Love Lipstick oder so auf YouTube? Die Box ist schwer, also auf jeden Fall viel, viel schwerer als die andere. Was, finde ich, immer ein schlechtes Zeichen ist. Also das heißt immer irgendwie Duschgel oder so, Gack. Aber wir schauen mal. So, auch bei ihr ist eine Autogrammkarte drin. Und das erste Produkt finde ich schon mal sehr, sehr gut. Es ist zwar ein Duschgel, aber das ist von Le Petit Marseillais. Wenn man das so ausspricht. Ich habe schon zu lange kein Französisch mehr gehabt. In der Duftrichtung Nektarine. Das riecht wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich habe davon das Türkisene. Türkisene, ist das Deutsch? Das Türkisfarbene. Und das riecht auch so übertrieben geil. Aber das riecht auch sehr, sehr, sehr gut. Wirklich nach richtigen Pfirsich-Eistee. Also ist auch Nektarine und Pfirsich. Weißer Pfirsich und Nektarine. Also das Produkt finde ich richtig gut. Vor allem, das ist halt nicht so ein 0815 Duschgel. Das ist auf jeden Fall geil. Dann haben wir hier von Langhaar-Mädchen ein Haarspray. Ich habe bisher von Langhaar-Mädchen nur das Trockenshampoo ausprobiert. Das fand ich nicht so gut, weil ich benutze ja extrem viel Trockenshampoo. Und das hat irgendwie gar nichts gebracht. Ich weiß nicht, wie das Haarspray ist, aber an sich finde ich auch gut. Dann haben wir hier von Alverde einen Matte Lipstick in der Farbe 80, Tender Taupe. So sieht der aus. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut, weil somit bringt Barbara
Alverde und Naturkosmetik den Leuten ein bisschen näher. Das finde ich gut. Dann haben wir hier wieder von Trend It Up einen Nagellack. Das ist der hier. Die Farbe finde ich auch sehr schön. Das ist die Farbe 290. Diesmal eine kleine Größe. Was ich aber auch gar nicht schlimm finde. Und das letzte Produkt ist hier eine Maske. Mando! Von Shames Aktivkohle Multimasking 2 in 1. Ja, wie gesagt, ich mag keine Masken. Aber die Box fand ich auf jeden Fall schon um einiges besser als die andere, weil ich hier eigentlich 4 von 5 Produkten gut finde. Also die Box wird von mir auf jeden Fall schon eine 2 bekommen. Ja. Die nächste Box ist von Karmushka. Also ich glaube, sie heißt Carmen. Ich habe mal einmal kurz durch ihren Kanal geskippt, also mir ein paar Videos angeguckt, aber das ist auch schon länger her, deswegen weiß ich jetzt auch nicht so genau, was sie macht. Also ich weiß es nicht mehr. Egal, wir schauen mal rein. Es geht sich ja nicht darum, wer hier wer ist, was wer macht, sondern um die Boxen und den Inhalt. Oh mein Gott, ich gucke. Also als allererstes eine Alverde Intensivhandcreme. Also ich persönlich bin auch nicht so der Fan von Handcremes und so, aber ich finde es gut, dass es Alverde zum einen ist, wieder Naturkosmetik, sehr gut. Und zum anderen, Handcreme kann man halt im Winter schon gut gebrauchen. So, dann haben wir hier einmal eine Lippenpflege in Pearly Vanilla von Balea. Ja, ist halt ein Labello. Dann haben wir hier aber einmal von Evelyn den Make-up Blender drin. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Also, den würde ich persönlich zum Beispiel auch ausprobieren. Würde ich die Box jetzt behalten, würde ich den definitiv testen, weil ich habe den noch nicht getestet. Ich benutze immer den normalen von Evelyn. Okay. Finde ich krass auf jeden Fall. Ist hier einmal My Only One Lipstick Palette. Und zwar ist das diese hier von Essence. Also mich persönlich erinnert die zwar ein bisschen an diese Schminke von so 5-Jährigen. Wisst ihr, die man immer geschenkt bekommen hat. Also würde ich persönlich nicht benutzen, aber die kostet, glaube ich, schon 8 Euro oder so. Also deswegen, man bezahlt nur 7 Euro für die Box. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass hier so ein hoher Warenwert drin ist. Und auch das kostet, glaube ich, um die 4-5 Euro. Bin mir gerade nicht so sicher. Und als letztes ist hier ein Batiste Trockenshampoo drin. In einer kleinen Größe, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil die sind ja auch ein bisschen teurer. Das ist persönlich mein Lieblingstrockenshampoo. Also ich benutze immer genau das hier. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr gut. Und ja, Probiergröße kann man halt immer überall hin gut mit in der Handtasche nehmen. Also diese Box fand ich auch sehr gut, auf jeden Fall. Und hier am Rand stehen auch immer die Marken, die hier drin enthalten sind. Halle? Ich will hier nichts entwenden, du. Also die Box fand ich bisher tatsächlich sogar am besten. Also die Produkte, da sind ja immer so die Lieblingsprodukte von denen drin, oder? Jetzt kommen wir zu der Box von Anna Johnson. Bei ihr genau dasselbe Spiel wie bei Karmushka. Ich habe mal durch den Kanal geskippt, aber weiß jetzt auch nicht wirklich, was sie so tut und treibt. Deswegen bin ich auch auf ihre Lieblingsprodukte sehr gespannt. Autogrammkarte. Die Box ist, glaube ich, die schwerste von allen. Und hier fängt es an mit einem Deo. Und dann Nivea Dry Active Antitranspirant. Ich finde, Deo kann man immer gebrauchen. Ja, das habe ich persönlich jetzt auch noch nicht getestet. Würde ich die Box behalten, würde ich das auf jeden Fall auch gerne testen. Dann haben wir hier ein Shampoo drin. Von Gliscur. Shampoo verführerisch lang. Ja, das ist das hier. Dann eine Maske. Nee. In dem Fall von Lavera hautklärende Maske. Aber Naturkosmetik. Ich bin ein Befürworter von Naturkosmetik. Echt. Was richtig, richtig, richtig gut ist, ist die Soft Matte Lip Cream von NYX in der Farbe 1002. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich nicht einen Freudensprung mache. Das habe ich tatsächlich schon gesehen, dass das drin ist. Wie heißt die Farbe genau? Stockholm, genau. Das ist auf jeden Fall ein mega geiles Produkt. Also es gab ja schon dekorative Kosmetik, aber das ist natürlich krasser als jetzt Trend It Up oder so. Und viele sind halt NYX-Liebhaber und deswegen glaube ich, dass sich sehr, sehr viele darüber freuen werden. Vor allen Dingen, die kosten schon 6 Euro und ihr bezahlt für die Box 7 Euro. Also das ist auf jeden Fall, ne, lohnt sich. Und zu guter Letzt haben wir die BB 5 in 1 sanfte Micellentücher. Die sind ja neu, wir hatten ja vorher nur die blauen und die weißen. Jetzt gibt es auch die rosanen. Ich mag BB-Abschminktücher, deswegen finde ich die auch gut. Deswegen ist diese Box alles in allem auch gut. Also kann ich auch nur empfehlen. Wie soll ich das bisschen hier alles wieder reinkriegen, ha? Ja, also man könnte sagen, die Box von Anna und die Box von Carmen finde ich eigentlich gleich gut. Also würde ich beiden sogar eine 1 geben.
1 minus, 2 plus, pipapo. Also Produkte hier drin finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Box und die, die mich natürlich auch am meisten interessiert, für die ich eine halbe Weltreise hinlegen musste, nämlich die von Hatti. Da sind, glaube ich, auch die meisten gespannt drauf, beziehungsweise die meisten scharf drauf. Und ich glaube auch, dass die meisten in die Kommentare schreiben werden, ich will die Box von Hatti. Ja, da bin ich wirklich jetzt sehr, sehr gespannt. Das Gute ist ja, alle Produkte, die in den Boxen sind, findet ihr auch ganz normal im DM. Deswegen ist es jetzt nicht kein Weltuntergang, wenn ihr die Box nicht bekommt oder nicht gewinnt oder nicht mehr ergattern könnt, weil ihr könnt die Produkte ja trotzdem nachkaufen. Bei ihr bin ich besonders gespannt, weil sie ja eigentlich nicht so krass der Drogerietyp ist. Ne? Also sie hat ja sehr, sehr viel High-End-Sachen. Deswegen bin ich gespannt, was ihre Lieblingsprodukte sind. Okay, ich sehe schon. ja, also erstmal wieder die Autogrammkarte. Als allererstes haben wir hier von Trended Up Ultra Matte Lip Cream. Ist die Farbe 38. Es ist eine richtig krasse Farbe. Also ich glaube, das wird nicht für jeden etwas sein, weil es wirklich eine sehr, sehr auffällige Farbe ist. Und ich mag diese Ultra Matte Lip Creams von Trended Up. Ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier einen Pinsel von Evelyn drin, nämlich den Highlighter Pinsel. Auch den habe ich noch nie getestet tatsächlich von uns. Ich benutze immer Fächerpinsel, aber sehr, sehr viele kommen ja mit solchen Pinseln besser klar. Und finde ich auf jeden Fall richtig geil, dass auch hier, so wie auch schon in der einen Box, wo der Blender von Evelyn drin war, ein Pinsel drin ist, weil das sind eher so hochwertigere Sachen. Das kannst du halt nicht vergleichen mit so einer Maske oder einer Kur oder so. Das ist halt, das ist you, du. Dann auf jeden Fall ein richtig heftiges Produkt von Catrice. Diese Palette hier, alter Falter. Ich glaube, die kostet auch schon um die 10 Euro. Also ich glaube, diese Box hat den größten Warenwert. Das ist die Professional Make-Up Technique Face Palette in der Nummer 010 Volume 1. Also das ist einfach so eine Palette, wo ihr halt mit konturieren könnt. Was man alles damit anstellen kann, hier sieht man auch vorne die Farben. Die Palette haben wir noch gar nicht so extrem lange im Sortiment, aber die kennen nicht viele. Ich habe die noch nie jemanden in die Kamera halten sehen, so. Und Hattis Video gucke ich jetzt auch noch nicht so lange. Ich weiß nicht, ob sie das mal gezeigt hat, aber diese Palette gibt es, Leute. Die könnt ihr euch kaufen. Dann haben wir einen Monolidschatten von Trended Up in der Farbe 22. Ist einmal dieses gute Stück hier. Ich persönlich bin kein Fan mehr von Monolidschatten. Ich mag lieber alles komplett in einer Palette. Aber auch die Lidschatten von Trended Up sind sehr, sehr gut pigmentiert. Und zu guter Letzt, ebenfalls von Trended Up, also sie ist, glaube ich, ein Trended Up-Befürworter, der Ultraschein Eyeliner Pen Waterproof. Das ist einmal der. Zu dem kann ich jetzt nichts sagen, weil ich den tatsächlich nicht ausprobiert habe. Aber ist halt so ein Filz-Eyeliner-Stift und hat auch eine sehr, sehr dünne Spitze. Oh, ach so, hier steht, oh, ich bin so doof. Hier steht auch immer, was die Leute dazu gesagt haben. Also in dem Fall steht bei dem Eyeliner, nicht ohne meinen Lidstrich, mit diesem Eyeliner-Pen ist dieser dank der speziellen Spitze super präzise. Wie ich eigentlich schon erwartet habe, ist diese Box auf jeden Fall die beste von allen. Wäre das jetzt auch nicht so gewesen, hätte es mich auch schon sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil ich habe bei ihr einfach so krass hohe Erwartungen. Habe ich auch schon in meinem Video gesagt, wo ich ihre Produkte ausgetestet habe, also die Love Collection. Ich habe es jetzt zwar nicht nachgerechnet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Box auch den größten Warenwert hat. Können wir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das irgendwie ausgerechnet habt oder so. Ich habe es nicht ausgerechnet, ich habe jetzt auch echt keine Zeit, weil ich muss direkt das Video schneiden und hochladen, weil ich gleich arbeiten muss. Also es war alles ein bisschen hektisch heute. Ich habe zu viel geschlafen. Also alles in allem fand ich eigentlich alle Boxen gut. Also es ist jetzt keine Box dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, boah, das ist der volle Reinfall, das lohnt sich wirklich gar nicht. Also im Endeffekt lohnt sich jede Box, weil jede Box einfach einen höheren Warenwert in der Box enthalten hat, als die Box wirklich gekostet hat. Und ihr nehmt teil an einer Aktion, an einer Spendenaktion. Also ihr engagiert euch zusätzlich, tut zusätzlich etwas Gutes. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall, die Produkte zu kaufen. Werdet ihr sowieso. Also ich muss es gar nicht sagen. Wetten, morgen gibt es einfach keine einzige Box mehr im DM. Jetzt kommen wir zu dem Teil, was wahrscheinlich die meisten, oder worauf die meisten gewartet haben. Nämlich die Verlosung. Ich verlose jede einzelne Box. Also ich habe wirklich nichts mit den Produkten gemacht. Habt ihr ja selber gesehen. Außer, dass ich die Boxen halt geöffnet habe. Alles, was ihr für diese Verlosung tun müsst, ist, mich einmal zu abonnieren. Weil diese Verlosung ist natürlich für meine Abonnenten. Das könnt ihr einmal unten rechts auf dem Wasserzeichen oder einfach unten, Cementa, auf Abonnieren klicken. Ist nur ein Klick. Dann müsst ihr einmal diesem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben, welche Box ihr denn haben möchtet.
Genau. Und ihr schreibt zusätzlich euren Insta-Namen hin, weil ihr müsst mich auch auf Instagram abonnieren. Auf Instagram werde ich das auch nochmal ankündigen, dass ich die ganzen Boxen verlose. Ich weiß nicht, wie lange die Verlosung gehen wird, vielleicht eine Woche oder so. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich kontrolliere die Sachen. Deswegen macht auf jeden Fall alles und ihr müsst es auch eingeschaltet haben, weil bei manchen sieht man weder, ob ihr mich abonniert oder ob ihr dem Video einen Daumen nach oben gegeben habt. Also ihr müsst diese Playlist und so weiter alles offen haben, offen darlegen können, sonst kann ich das nicht nachempfinden. Und ich persönlich bin so jemand, ich verlose wirklich so aus tiefstem Herzen gerne Produkte, aber an Leute, die mich wirklich aktiv supporten, die mich verfolgen, die an meinen Videos interessiert sind, die mich unterstützen, da mache ich das wirklich so gerne. Am liebsten würde ich jedem was zurückgeben. Aber ich möchte wirklich genau an diese Leute etwas verlosen. Deswegen bin ich nicht so eine, die so random einfach irgendjemanden per Zufallsprinzip auslost und einfach so, ja, gut ist. Sondern ich suche wirklich gezielt Leute aus, wo ich sehe, die sind mit Herzblut dabei. So, ich glaube, das kann man aber auch verstehen. Deswegen brauche ich auch immer ein bisschen länger, um das Ganze auszulosen. Aber ja, falls ihr kein Instagram habt, dann habt ihr kein Instagram. Ihr könnt trotzdem teilnehmen. Jetzt habe ich auch genug geschwafelt. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Nicht vergessen, die ganzen Teilnahmebedingungen zu erfüllen. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Box euch denn auch am besten gefallen hat. Also wahrscheinlich wird es dann auch die sein, die ihr haben wollt. Falls es euch egal ist, könnt ihr auch schreiben, das ist mir egal, welche Box. Dann habt ihr natürlich auch eine größere Chance zu gewinnen. Weil wenn jeder jetzt schreibt, ich will Hatties Box, dann wird es schwer sein, jemanden für Hatties Box zu finden, aber für die anderen wird keiner sein. So, wisst ihr, was ich meine? Boah, und schreibt mir mal bitte, wie zur Hölle ich diese Pakete verschicken kann, weil ich bin eine Niete in Pakete verschicken. Also wenn es nach mir ginge, würde ich einfach hier Tesa drum machen, Adresse drauf und los. Aber ich weiß nicht, muss man irgendwie Kartons extra dafür kaufen oder schreibt mir das auch in die Kommentare, bitte. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mua.